Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Geschwätzblitz. Ja, ungewohnte Zeit für mich auch, für euch auch. Liegt einfach daran, dass im Moment das Norway Chess stattfindet, das große Event derzeit. Und wir versuchen euch möglichst viel davor auch noch zu bieten. Und bevor man zuguckt, was passt da besser als selber ein bisschen spielen, um dann vielleicht noch zu lernen, wie die anderen es machen, sprich Magnus Carlsen und Co. Und wir gehen auch direkt in die Lobby. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich den Chat noch einmal anpasse. So, und ihr seht schon, Eröffnungswünsche wie immer versuche ich gerne zu erfüllen. Und ich schreibe noch einmal kurz auf, Mittelgambit wurde sich gewünscht und Französisch, den Rest habe ich schon und dann legen wir auch direkt los. Die ersten Challenger lose ich mal nicht aus, weil es gab zwei, die besonders früh gechallenged haben und das waren Osko und Let's Loyal Gamer. Mit den beiden fangen wir gleich mal an und begeben uns direkt zur Partie. So, ich habe Weiß, Schottisch und Mittelgambit sind die Wünsche. Ich wusste nicht genau, ob Schottisch ein Wunsch für Weiß ist oder für Schwarz. Ich gucke einfach mal, mit welcher Farbe ich es zuerst kreieren kann. Und ja, also E5 dafür notwendig, er macht E6. Jetzt spielen wir ganz normal Französisch. Das wurde sich auch gewünscht. Tatsächlich sogar von Osko. Ich weiß nicht, kann ich das jetzt schon abhaken, Osko? Das musst du mir natürlich mal beantworten. Und er macht Springer C6, ja, so wie zum Beispiel Ilja das empfiehlt. Und ich muss zugeben, dass ich da direkt null Ahnung von habe. Und naja, aber ich kann jetzt auch nicht Abtausch spielen, ne? Machen wir mal E5. Abtausch zu spielen wäre so ein bisschen sehr zaghaft. Ich stelle mich mal normal hin und guck mal, was mir dann passiert. Okay, ja. Springer B4, natürlich. Vielleicht hätte ich C3 zuerst einmal spielen sollen. Jetzt muss ich wohl oder übel zurück. Er kommt direkt zu C5. Und ja, okay. Nun gut. Und dann werde ich mal rochieren. Und versuchen auf D4, also was heißt versuchen, ich krieg's es natürlich auch hin, sollte es hinkriegen, auf D4 immer mit dem Springer von D2 über B3 wiederzunehmen. Versuche dann also das Feld D4 für eine Leichtfigur zu nutzen, um von da aus dann meinen Angriff irgendwie zu koordinieren, wenn es dann überhaupt eine Angriffspartie wird, was sich jetzt noch schwer sagen lässt. So, jetzt ordnen wir auch mal den Chat ordentlich an, damit ihr auch sehen könnt, was da so geschrieben wird. Läufer E7, ja, was irgendwie auch zu erwarten war, gebe ich zu. Und jetzt müsste ich mal langsam Springer B3 spielen. C4 ist natürlich eine Möglichkeit, die er hat. Dann ist an dem Flügel aber nicht mehr viel los und mein Zentrum ist ein bisschen entspannter. Deswegen versuche ich das mal so. Okay, und er geht so vor, dass er das einfach ignoriert. Er hat ja auch das Feld C5 genug überdeckt. Kann er ruhig machen. Jetzt bringe ich einfach nur meine Figuren raus. Werde wohl doch mit dem C-Bauern wieder nehmen müssen, damit der E5 ausreichend gedeckt ist. Und ich gebe zu, ich stehe ein bisschen komisch. Aber ja, was soll ich denn auch A-Tempo gegen Springer C6 Franzosen auf Lager haben? So häufig spiele ich nicht gegen Französisch. So, und Pamina hat sich das Mittelgambit gewünscht. Ich sage jetzt einfach mal, was ich unter Mittelgambit verstehe. Ist es E4, E5, direkt D4? Oder erst Springer F3, Springer C6, Läufer C4 und dann eventuell D4? Wenn du mir das noch beantwortest, dann kann ich deinen Wunsch auch gerne erfüllen und das Mittelgambit mal versuchen. So. Jetzt bin ich aber mit meiner Stellung eigentlich ganz zufrieden. Wir haben beide ein paar Tempi verschenkt. Ich kann den Läufer jetzt aber wieder über D3 vielleicht nach B1 bringen und irgendwie mal gucken, ob ich einen Mattangriff starte. F6, ja, habe ich mir schon gedacht, dass der kommen wird. Ich würde mal sagen, normale französische Stellung, ne? Der Läufer auf B7 steht sicherlich auch ein klein wenig komisch, was den E6 anfällig macht. Und natürlich guckt er gegen seinen D5. Das Ganze könnte natürlich in dem Moment gut werden, wenn er zu E5 kommt. Und ich vermute fast, dass sich E5 nicht so wirklich verhindern lässt. Läufer B5 ist auch irgendwie nichts, ne? Tja.
Jetzt muss ich kreativ werden, ne? Gute Frage. Er macht E5, hat danach ein Isolani. Naja, ist nicht so wild. Dann mache ich mal Turm C2. Idee könnte eventuell sein, Dame C2 und Druck auf den C6 ausüben. Hauptsächlich warte ich aber auch einfach nur ab, was er macht. Und wenn er E5 macht, dann nehme ich weg und sage, okay, dann spiele halt mit dem Isolani und ich spiele dagegen. So, und Schelling ist da. Moin, Lukas. Schön, dass du dabei bist. Er macht das nicht so dumm mit A5, gebe ich zu, obwohl das eventuell seine Struktur hier etwas langfristig schwächen könnte. Jetzt muss er ja ohnehin Turm C8 machen, weswegen A4 nicht mehr droht. Ich möchte mich zwar nicht nach D3 stellen, weil das in mein E5 reinläuft, aber nach E2 ist, glaube ich, auch ziemlich sicher und dann Turm FC1 und er muss mal gucken, wie er diesen unterstützenden Springer vom Zentrum dann noch ausreichend überdeckt. Ja, habe ich schon vermutet, dass der kommt und jetzt hatte ich gehofft, dass ich einfach Turm C1 habe. Und mit gehofft meine ich, ich spiele das einfach und guck mal, ob ich damit was einstelle oder nicht. Direkt mit D4. Ja, alles klar. Danke, Pamina. Schreibe ich mir gleich auf. Wer weiß, wann ich das nächste Mal weiß bekomme. Der Doktor sagt, ja, Springer C6 ist schon ganz respektabel. Ja, was soll ich dazu sagen? Offensichtlich, ne? Kann man das nicht aus dem FF widerlegen. Aber diese Aktion von Osko lässt, glaube ich, einen Bauern liegen. Weil er am Ende keine Abzüge auf die Dame hat, weil ich immer Dame schlägt D5 mit Schach habe. Jetzt könnte ich natürlich auch überlegen, ob ich den Springer von F3 ziehe, aber tut ja nicht Not. Hier nehme ich immer noch wieder. Er muss nehmen, so langsam. Er kann vielleicht noch einmal den Turm angreifen mit Dame A8, aber das ist schon wirklich irgendwie sehr merkwürdig. Also muss er im Prinzip nehmen. Naja, sonst würde ich auch auf F6 nehmen. Also er muss nehmen, ich nehme wieder, es hängt der D5. Vielleicht ist Springer B8 dann noch was. Aber gut, zur Not gehe ich zurück. Aber er macht den direkt, ja. Ich glaube, das ist nicht so gut, weil ich jetzt auf F6 nehme und schon mal zwei Figuren für den Turm habe. Das ist etwas mehr wert, zumindest wenn man die Punkte zählt. 6 gegen 5. Und habe auch nicht die schlechtesten Leichtfiguren. Ich gebe es zu, dieser Springer auf B3 ist auch nicht der beste. Aber vielleicht kann ich auf E5 einen Bauern opfern. Okay, das ist wohl vom Tisch. Die Frage ist also, wie ich diesen Springer ins Spiel bekomme und das möglichst schnell. Also D2, Zielfeld C3 sieht ganz gut aus. Also gehe ich mal über B1 nach C3. Ja, Stellung ist ganz gut, aber muss man sicherlich noch. B5 ist ein guter Zug, weil er mir das Feld für meinen Springer streitig machen will. Naja, ich gehe mal trotzdem dahin. Und jetzt dachte ich, gehe ich nach B5, um dann mit A4 den zu festigen. Aber vielleicht ist so ein Zug wie, naja, ich mache den einfach mal. Und nordisches Gambit wäre E schlägt D4, C3. Ja, da opfert man dann direkt noch weiter, ne? Aber mal gucken, ich denke mal, eins von beiden werde ich wohl spielen. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich bin ja auch nochmal dran. Jetzt, weiß nicht, droht da irgendwas? Also halb, ne? Ich muss sagen, der werte Herr Osko ist ziemlich lästig. So, ich muss natürlich immer darauf aufpassen, dass ich nicht grundlinienmatt bin. Aber im Moment C1, C-Linie habe ich unter Kontrolle, Turm C4 etwas lästig, aber ich denke mal, ich kann dann immer noch irgendwie mit. Na, jetzt deckt er den einfach, ne? Ja. Ja, so langsam komme ich ins Schwimmen. Heißt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt anpeile, das Ganze auf Stellung zu gewinnen oder ob ich jetzt schon mal Blick Richtung Uhr nehme.
Und Blick Richtung Uhr wird hier immer attraktiver, weil die Stellung überhaupt nicht einfach ist. Jetzt habe ich schon den D4 eingestellt, den A4 und das Einzige, was ich habe, ist etwas Zeitvorteil. Dame E3 auch noch ziemlich gefährlich. Eieieiei. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, gerade noch hier den Figurenverlust vermieden. Ich stehe wahrscheinlich auch noch ganz okay. Wahrscheinlich auch besser, aber das ist natürlich alles andere als eine saubere Verwertung von mir gewesen. Aber gut, gerade die Verwertung ist nicht immer ganz so leicht. Und im Blitzen kann man sich da schon mal schwer tun. Jetzt allerdings habe ich 2 Figuren mehr. Das sollte ausreichen. Ja, ihr habt gesehen, am Ende habe ich nochmal so einen Pre-Move eingebaut. Sprich, einfach mal nochmal hin und her ziehen, weil ich muss mir jetzt nicht überlegen, wie ich ihm am schnellsten irgendwie das Matt setze, sondern kann einfach irgendwie ein paar Züge machen. Dann ist das, glaube ich, das Einfachste. Okay, danke für die Partie, Osko. Du hast für dein Rating enorm gut gespielt. Wahnsinn. War echt super spannend. Und jetzt gehen wir auch gleich wieder in die Playzone und wie angekündigt kommt jetzt erstmal noch der Let's LOL Gamer dran, der mich schon früh gechallenged hatte. Und ich denke auch, ja, ich sehe gerade schon die Challenge von Schelling. Und er hat sich auf jeden Fall natürlich auch eine Revanche verdient nach der spannenden Partie bei der Deutschen, die ich gewinnen konnte. Und jetzt gucke ich, es sind sehr viele E4-Wünsche, dann probiere ich es auch nochmal. Und es kommt natürlich was anderes. Also machen wir einfach mal irgendwas, bringen die Springer raus, gucken mal, was passiert. Ja, das ist recht gängig, das so zu spielen. Naja, weiß ich nicht genau. Ist sehr, sehr nah am Ausgleich. Muss sagen, dass ich auch mal eine Turnierpartie damit verloren habe mit Weiß. Was aber nicht an der Eröffnung lag, sondern daran, dass ich später ziemlich schlecht gespielt habe. Natürlich hat Schwarz sein Läuferpaar aufgegeben, das sehen wir alle ziemlich schnell. Problematisch ist es allerdings, oder eine Aufgabe, eine wirklich schwierige Aufgabe, ist es hier sozusagen die Thematik Läuferpaar wirklich schön reinzubringen. Sprich, den Läufer ohne Gegenspieler ins Spiel zu bringen. Ihr seht es schon, er passt seine Struktur sehr gut an. Alles stand erstmal auf Weiß. Kann ich mir die Rochade erlauben? Ja, ne? Alles stand erstmal auf Weiß von ihm und das wird nicht so leicht, den reinzubringen, aber das ist eine Aufgabe für, sag ich jetzt mal, die nächsten 10, 15 Züge, also wird eh noch dauern. Jetzt wäre E5 natürlich eine Maßnahme, das lässt den Springer nach D5, das gefällt mir nicht, aber na gut, ich kann mir natürlich auch noch einen kleinen Moment Zeit lassen damit und erstmal hier andere Dinge vorbereiten. Obwohl ich zugeben muss, dass sein Angriff vielleicht nicht zu unterschätzen ist. Aber gut, ich habe diese Stellung, ich muss mich damit irgendwie abfinden. Und ja, das Beste draus machen. Okay, wie befrage ich den Springer? G5 würde ich natürlich super gerne machen. Aber auch E5 sieht gut aus. Machen wir mal erstmal Läufer G2. Dann wäre ich zumindest bereit, auf D5 zu nehmen. Hätte mein Läuferpaar zurückgegeben, aber ihm dafür eine Schwäche verpasst. Was eigentlich ein guter Deal ist. Und Mick ist auf jeden Fall schon mal ein Schelling-Fan, der ihm den Sieg heute wünscht. Ach, jetzt geht er da. Naja, auch okay. Ja, Schelling, ja. Ich habe es mir danach auch nochmal angeguckt, unsere Partie. Muss auch sagen, ich glaube, wir beide dachten in der Partie, also ich rede gerade mit Lukas über die Partie, Lukas Winterberg gegen mich von der deutschen Einzelmeisterschaft, die extrem spannend war. Schaut sie euch gerne an, bei Chess24 könnt ihr noch die deutsche Meisterschaft angucken. Da habe ich in Zeitnot leider, oder vor der Zeitnot, was geopfert.
was auch, denke ich, korrekt ist, aber dann die Fortsetzung schlecht gespielt. Und dann hatte Lukas zwei Bauern mehr, aber man denkt, die Stellung sei einfach gewonnen für ihn. So einfach war es tatsächlich nicht, wie wir wahrscheinlich beide während der Partie dachten. So, jetzt muss ich auch mal angreifen, oder? Sonst werde ich hier plattgeschoben. A3, ja gut. Also ich provoziere schon ein bisschen den Angriff von ihm, muss ich sagen. Und habe auch etwas Sorge hier vor Springern, die reinhüpfen. Aber gut, ich muss mal versuchen, auf der Uhr vorne zu bleiben und dann passt das vielleicht. Springer D5 erwarte ich und dann wollte... Wow, wow. Das kann ich nicht ganz glauben, aber okay. Das sieht mir aus wie ein, ja, wie ein bisschen viel. Aber gut, er hat noch Material, was er nachziehen kann. Der andere Turm, Springer auf C5, aber ja. Double Reverse fragt heute nur über Twitch und kein YouTube. Doch, tatsächlich läuft der YouTube-Stream eigentlich. Der Account wurde, also der YouTube.de deutsche Account wurde vor einigen Tagen, Wochen mal wieder neu gelauncht. Eigentlich sollte er funktionieren. Wenn dem nicht so ist, dann liegt da leider irgendein Fehler vor. Dann sagt es mir auch gerne, wenn da was nicht so läuft, wie es sollte. Okay, ich muss mich jetzt mal sauber verteidigen. Ich glaube, die nächsten Züge sind hier spielentscheidend. Springer C1 sieht ganz gut aus. Läufer B4 sieht nicht uninteressant aus. Läufer B4. Ja, ich denke, Läufer B4 sollte es sein. Jetzt kann er natürlich noch mehr Material opfern. Ich glaube aber, das wäre zu viel. Okay, und auf Springer A4 hatte ich eigentlich gehofft, ich könnte sowas wie Dame B3 spielen, aber vielleicht sogar B3, aber das wäre sehr nah am Wahnsinn. Dame B3 könnte noch einigermaßen gehen, obwohl ich zugeben muss, dass er wirklich häufig auf den Punkt B2 schaut, nach Läufer B4, Dame C4, Läufer A3. Hoffe aber einfach mal, dass der Mehrturm mich da irgendwie retten wird. Und er vielleicht auch etwas den Faden verliert, weil er unter Zeitdruck ist, er schnell ziehen muss und er die Aufgabe hat, seinen Angriff immer weiter fortzusetzen, was ich hier nicht so simpel finde, muss ich zugeben. Der D4 hängt, der A4 hängt, Springer C5 würde ich erwarten, aber dann zieht er schon mal eine Figur zurück, Springer schlägt D4, der B3 hängt und jetzt sollte ich doch demnächst noch ein paar Verteidiger dazu kriegen. König A2 könnte ein guter Zug sein, könnte sehr schnell gewinnen, könnte aber auch vielleicht auch gar nicht so viel bringen. Ich denke, Dame B5 ist hier die richtige Gangart, um fortzusetzen, zum Beispiel Turm D8 mit der Drohung noch mehr zu opfern. Dame B5, Turm D4, Dame B6, Turm D1 nimmt zurück und dann habe ich zwar eine Figur gegeben, aber setze ihn am Ende matt auf D8. Wieso nicht Läufer A3, fragt Mick. Weil die Dame von G3 das gedeckt hat. Deswegen. Ist eigentlich, ich glaube, das ist ein recht überzeugender Grund. Aber muss man natürlich auch erstmal sehen, dass das da von der langen Diagonale herkommt. Ja, und jetzt sollte doch schon eigentlich ziemlich viel gewinnen. Springer E6 sieht interessant aus, tauscht aber wohl nur was ab. Springer C2 sieht ausreichend aus. Klar, A6, B5, er treibt mich jetzt noch mal ein kleines Stück zurück, aber okay. Alles klar, ich danke für die Partie, Let's LOL Gamer. Ja, und hier seht ihr auch gleich den Challenger, der Schellingford. Alias Lukas, beziehungsweise er heißt Lukas, alias Schellingford. War eine spannende Partie mit dem Opfer. Ich glaube, es sollte nicht funktionieren. Im Blitzen kann man natürlich alles probieren. Vorhin nicht. Aber wir können ja nochmal kurz durchspielen. Wann soll er A3 nehmen? Noch hängt er nicht.
Hier ist er gedeckt von der Dame. Und hier hat er genommen. Ja, also ich denke, das war ganz okay. Es sollte gewonnen sein für Weiß. Natürlich hätte man sich hier auch leicht verkalkulieren können. Vielleicht stand ich auch auf Verlust. Ich weiß es nicht. Na dann, gleich zum Main Event des heutigen Tages, würde ich mal sagen. Auf geht's, kann ich mir eine Klatsche kassieren. Hier 3036er Rating. Das ist ein bisschen mehr, als ich habe, ne? Aber okay, ich probiere es einfach mal. Und er spielt E4, was er nicht so häufig spielt. Ja, okay. Und spielt C3, was ja eine gute Idee ist gegen mich, weil ich nicht so wirklich weiß, was ich dagegen tue. Springer F6 ist allerdings, jetzt verrate ich mich natürlich, ist allerdings ein kleiner Bluff, denn Weiß kann den Bauern auf D5 halten. Wenn er es nicht tut, ist das tatsächlich, glaube ich, eine leichte Verbesserung für Schwarz, wenn er nicht versucht, diesen Bauern zu halten. Okay, was mache ich? Vielleicht Läufer F6. Was wäre sonst so typisch? Mal auf C3 nehmen, B6 hinterher spielen. Und dann eher mit G6 als mit H6, weil er kann sich immer schnell auf diese Diagonale stellen und mich matt setzen. Und matt gesetzt werde ich nicht so gerne. Deswegen eher mit G6 halten. Und hoffen, dass einem nichts passiert. Ja. Vernünftig. Na, der war vielleicht nicht ganz so solide. Vielleicht hätte ich auf C3 erstmal nehmen sollen. Zugegebenermaßen. Jetzt lasse ich mir die Chance aber nicht nehmen, das nachzuholen. Und mit B6 mal Läufer rauszukriegen. Natürlich hat er mit Dame E4 noch irgendwelche lästigen Angriffe auf den Turm, aber ich denke, ich kann Läufer D7 spielen und dann Läufer C6 oder Turm B8, Läufer B7, das sollte eigentlich passen. Ich denke, Turm B8 ist der richtige, sonst auf Läufer D7, Springer E5 könnte ein bisschen lästig sein. Ja, ja, aber ich muss zugeben, er hat schon ein paar Figuren in... Ui, Vorsicht, Dame F4, greift beides an. Er hat schon ein paar Figuren in Lauerstellung. Da sollte ich etwas vorsichtig sein. Denn da guckt einiges hin. Ne? Und auch Springer G5 noch eine Möglichkeit mit dem Springer E7. Ich gebe zu, ich stelle den nicht so gerne nach G6. Der steht, glaube ich, auf G6 auch nicht besonders prickelnd. Aber das muss jetzt einfach mal sein, bis ich meine Entwicklung abschließe. Und vielleicht kann ich mit E5 auch versuchen, das Zentrum einmal anzuknabbern. Und geht das nicht? Oder ist es einfach eine schlechte Idee? Ja, ich glaube, es ist eine schlechte Idee. Er kann auf G6 nehmen und dann auf E5 nehmen und dann habe ich bei der Aktion nichts gekonnt. Ja, jetzt haben wir einfach eine spannende Stellung mit dieser Bauernstruktur, die häufig auch als hängende Bauern bezeichnet wird, obwohl es, glaube ich, nicht ganz korrekt ist. Hängende Bauern wären dann tatsächlich eher noch die Struktur, wenn die Bauern nebeneinander sind, aber auch so ist es häufig eine Überleitung, weswegen man das, glaube ich, auch schon sagen kann. So, jetzt muss ich allerdings aufpassen, ich denke, es ist Zeit, den hier zu nehmen, weil ich ansonsten gleich ein Problem habe. Vielleicht habe ich auch so ein Problem und habe das ein bisschen überschätzt mit... Ja, mit was überhaupt? Ich drohe ja gar nichts. Ja. ja. Den kann man wohl machen. Okay, in der Hoffnung, damit nichts einzustellen mit Turm C7 nach DE kann ich immer noch wieder nehmen. Es gibt keine vernünftigen Läuferabzüge, sollte passen. Achso, und er macht einfach munter weiter und gibt mir diesen Bauern. Das ist natürlich ein gewagtes Opfer. Weiß ich nicht, ob das so richtig ist, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Gerade auf CD, Dame D4. Achso, so macht das. Na gut.
Bringt das irgendwas? Nee, ne? Also, vielleicht. Vielleicht. Wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man wenigstens Verwirrung stiften. Auch dieses alte Sprichwort passt auf das Schachspiel. Und das ist das Mindeste, was ich hier tun kann. Etwas Verwirrung stiften, mal seine Dame angreifen, drohen mit G6 diesen Läufer rauszukicken. Ja, was ich jetzt auch tun muss. Und er kann sich natürlich überlegen, ob er vielleicht Turm schlägt D4 spielt. Und da muss ich mir überlegen, ob ich ihm das abkaufe. Okay, zum Glück musste ich mir das nicht genauer überlegen, weil er es nicht getan hat. Weil nach GF, Dame F, das wäre schon ziemlich spannend geworden. Okay, jetzt wollte ich irgendeinen Trick mal auspacken. Ist Turm C4 ein Trick? Vielleicht. Obwohl er wahrscheinlich relativ stumpf reagieren kann, indem er seine Dame wegzieht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und jetzt bringt es dann doch nicht so viel. Aber dann geht es halt ganz normal weiter. Ich tausche mal die Damen ab. Habe immerhin hier so eine kleine Schwäche, auf die ich spielen kann. Auf der Gegenseite hat er das Läuferpaar. Also wenn ich hier überhaupt noch ein bisschen Spiel habe, dann ist es nicht viel. Und ja. Ja, so einfach ist es. Dann ist es nicht viel. Es ist nicht viel. Es ist wahrscheinlich nah an gar nichts. Vielleicht stehe ich auch schon schlechter. Aber ich habe so das Gefühl, dass seine Struktur nicht ganz so perfekt ist. Allerdings sollte ich wahrscheinlich immer noch etwas aufpassen mit meinem König. Und habe jetzt... Na, ich habe noch nichts eingestellt. Ich denke, ich kann den noch wieder nehmen. Wenn ich hätte erst dort nehmen müssen. Ich möchte natürlich nicht mit dem F-Bauer nehmen, unabhängig von Läufer E6. Diese Struktur schwächt diesen Läufer. Oder schwächen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber... Na gut, jetzt kann ich vielleicht, wenn ich nichts eingestellt habe, das Läuferpaar von ihm dezimieren. Und habe einen Bauern mehr. Das ist allerdings nicht viel in dieser Stellung, muss ich zugeben. Und wahrscheinlich werde ich den auch sehr bald zurückgeben müssen. Allerdings nicht ohne ein paar lästige Schachgebote zu geben. Und ich ahne schon, dass das in einer kleinen Zeitnotschlacht endet. Ich weiß nicht, ob ich hier den Vorteil wirklich auf dem Brett halten kann, wenn ich überhaupt Vorteil habe. Ich glaube nämlich nicht. Denke, es sollte ziemlich ausgeglichen sein. Er hat den leicht aktiveren Turm oder Türme, Mehrzahl. So. Das ist sehr traurig, Turm H7, aber er droht schon die ganze Zeit Turm F7. Weswegen ich sowas vielleicht machen muss. Und. Naja. Ich weiß nicht, was ich hier treibe. Schach gesehen, Schach gegeben. So, jetzt ist zumindest so ein bisschen was raus. So. Die Frage ist, ob ich jetzt das Material draufhalten kann oder ob das sogar verliert. Ich glaube, ich muss das spielen. So, einer muss Remis bieten. Okay, oder auch nicht. Er hat dreimal die Stellungswiederholung so schnell. Aber ich gebe auch zu, das hätte ich nicht auf Zeit gezockt und auch nicht geschafft, weil ich denke, er hätte in 15 Sekunden locker seine 50 Züge voll bekommen. Gut, ich dachte, er nimmt einfach auf F7 raus. Das wäre vielleicht der schnellere Weg zum Remis gewesen an dieser Stelle. Statt König F6, Läufer D5 und dann rausnehmen. Aber sehr, sehr spannende Partie. Ich denke, ich stand mal ganz gut, aber
viel war es auch nicht. Wäre Läufer E3 nicht besser gewesen, statt Läufer E1? Das können wir uns gerne zusammen anschauen. Lukas hat, wann hat er Läufer E1 gespielt? Das war irgendwo hier, ne? Ja, hier, Läufer E3. Auf Läufer E3 hätte ich Turm C3 gehabt. Auf sowas habe ich auch gehofft. Und ich glaube, ich kann mich hier rauswurschteln und bleib mit mehr Material übrig. Und nach Turm schlägt F7, ob Weiß da eher besser steht. Ich denke, es löst sich auch recht schnell ins Remis auf. Zum Beispiel hier nach Turm F7, Turm F7. Oh, das geht gar nicht. Wegen Turm H7. Wenn, dann muss das früher machen. Ah genau, das dachte ich eigentlich auch, dass er hier, dass er das Wenn dann hier macht. Aber, weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch hier was übersehen. Oh, Turm F1. Gut, dass er das nicht gemacht hat, da hat er mehr gesehen als ich. Ja, okay, vielleicht hätte ich ihn in der Not noch gefunden. Ja, dann, okay, dann denke ich, dann stand ich nicht wirklich besser. Wahrscheinlich einfach Ausgleich. Danke für die Partie und auf geht's in die nächste. Zum ersten Mal am heutigen Tage befragen wir mal den Zufallsgenerator und dann geht es jetzt mal gegen die 4. Oh, und da hat jemand Losglück heute, nämlich der Osko, gegen den ich ja schon festgestellt habe, dass da nicht viel rauszuholen ist. Ich spiele mal C4, ich versuche mal Johnnys Englisch, weil sein Franzose war für mich jetzt so in der ersten Partie nicht zu knacken. Also probiere ich es mal anders. Und er macht, das kann man auch machen. Einfach, ich glaube, E6 kannst du auf jeden Zug machen. Aber C4, G3 kann ich auch so gut wie auf jeden Zug von Schwarz machen. Also habe ich da auch nicht die großen Bedenken. Okay, Rochade ist üblich. B3 jetzt. Habe ich eine sehr schöne Partie gespielt bei der Deutschen. D4 ist, glaube ich, etwas verfrüht. Den muss man jetzt noch nicht machen. Der Vorteil ist jetzt halt, also der Vorteil von meiner Stellung, ist, dass ich den Läufer noch nicht nach B2 gebracht habe. Also man versucht eigentlich, D4 aus schwarzer Sicht erst vorzubereiten, weil man noch nicht wirklich auf D5 nehmen will. Und erst in dem Moment D4 zu spielen, wenn ich meinen Läufer nach B2 gebracht habe. Also wenn man damit weiß, unvorsichtig ist und einfach so mir nichts, dir nichts nach B2 wackelt, dann, ja, was mir auch schon passiert ist, also ich meine auch, dass ich hatte die Stellung mal mit Schwarz gegen Vitali Kunin und hatte da auch eine sehr gute Stellung. Ja, weil, genau, weil wie gesagt. Okay, jetzt wird es Zeit für einen Benoni-Style-Angriff. Ist kein wirkliches Bauernopfer, weil der E5 auch hängt und seien wir mal ehrlich, der Zentralbauer ist ein bisschen wichtiger als der B-Bauer, aber er hat jetzt auch schon Schwierigkeiten, den E-Bauern vernünftig zu verteidigen. Ich drohe B5, diesen Verteidiger rauszukicken, C5 die Dame zu befragen. Weiß ich gar nicht so ganz genau, ob Läufer G4 überhaupt noch so gut funktioniert hier. Ja, und durch dieses frühe D4 habe ich halt einen Benoni mit mehr Tempo. C4, B5 oder nur B5? Das ist hier die Frage. Ich bleib mal bei nur B5 und denk mal, dass das reicht, um eine gute Stellung zu bekommen. Springer hat keine schönen Felder. Ich kann immer den Läufer befragen, krieg diese schöne Diagonale, wo mir gerade auffällt, wenn ich Benoni mit Schwarz spiele, habe ich immer einen schönen schwarzfeldrigen Läufer. Jetzt ist er weißfeldrig, aber das sollte keinen Unterschied machen. So, ja, das ist mal eine vernünftige Stellung, aber auch wieder auf der Uhr stehe ich ein bisschen besser da, habe mehr Zeit als Osko und ja, aber also immer noch gleiches wie in der ersten Partie von dieser Eröffnungssache, jetzt mal abgesehen, dass man das vielleicht etwas genauer spielen könnte mit Schwarz, spielt Osko wieder sehr, sehr stark. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht eine gute Idee. Ja, Damentausch ist eigentlich nicht so meine oberste Prio in Partien. Aber wenn wir gucken, was übrig bleibt, ich habe eigentlich nur bessere Leichtfiguren als er.
Und dann ist auch der Damentausch mal okay. So, hängt der Chat eigentlich oder gibt es nichts zu vermelden von euch? Ja, es ist eine ungewohnte Uhrzeit. Schön, dass überhaupt jemand die Zeit hat, um diese Uhrzeit mitzumachen. Ich arbeite ja meistens oder halbtags von zu Hause oder zu Hause, weswegen ich natürlich gerne gesagt habe, dass ich mit euch blitze zum Norway Chess. Und, okay, volle Konzentration. Alles klar, da will ich nicht weiter stören. So langsam kann man sich natürlich fragen, wo mein Vorteil liegt. Aber einen Vorteil habe ich noch. Und das ist dieser schwache Springer auf D8. Das ist zugegebenermaßen nicht so viel, wie ich gerne hätte. Ach so, das war seine Idee, oder was? Ja, habe ich übersehen. Gebe ich zu, habe ich nicht gesehen. Ich könnte nehmen, Springer D5 machen. Ja, ist okay, aber naja. Ja, es fehlt irgendwie Melanie, die schreit, bevor ich was einstelle. Das ist immer sehr hilfreich. Also Springer D5 führt nur zum Abtausch. Nach Turmtausch habe ich natürlich eine Mattdrohung auf E8, aber okay, zugegeben, König F8 und dann hängt hier mein Bauer. Weiß ich nicht, ob ich da wirklich besser stehe. Vielleicht nach D6, aber eigentlich halte ich lieber Figuren drauf. Okay, und jetzt ab nach vorne und den B7 snacke ich gerne raus. Ja. Ja, wenn Melanie nicht mit der Wasserwaage fuchtelt, dann gebe ich mir hier anscheinend keine Mühe. Okay, was ist hier? Er hat hier eine kleine taktische Drohung auf F3. Aber ist okay, ich nehme den sowieso raus. Osku spielt gut, sagt Turmopfer. Ja, das fällt mir auch auf. Und ich frage mich erneut, wieso sein Rating so gering ist, wenn er denn so gut spielt, was er tut. Es ist nicht zu erklären. Also ich würde ihn jetzt schätzen mal auf, also ich würde ihm auch locker eine 2000 abkaufen. Ist natürlich immer die Frage, woran es individuell hapert. Vielleicht macht er halt einfach immer 20 sehr starke Züge und dann einen großen Sackzug, wer weiß. Aber naja, 15, 18, dann müsste er ja schon extrem frisch hier sein. Ja, auch im Bullet 12, 54 runtergespielt. Spielt eher klassisches Schach. Ja. Ich weiß nicht. So. Zumindest gibt es keine offensichtlichen, okay, die versteckten sind vielleicht noch schlimmer, aber offensichtlichen Gabeln auf König und Türme. Die Zeit schaut auch gut aus, dieser Bauer schaut gut aus, die Mehrqualität sieht auch gut aus. Na, dann geht vielleicht mal Springer E3. Achso, ich wollte gerade mit dem Bauern auf A7 nehmen. Ja, wie Johnny sagen würde, dann kommt die Schachpolizei. Und das ist jetzt nochmal ein Trick. Naja, gut, okay, zur Not nehme ich halt weg. Nehme hier weg. Nehme da weg. Naja, ist eigentlich egal, wo der hingeht. B5 ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Dann habe ich nach Turm E8, A7 das Feld schneller unter Kontrolle. Aber na gut. Irgendwelche Züge. Na, das ist mit der Zeit natürlich schwierig.
Alles klar. Danke für die Partie, Oscar. Wie immer, gut gespielt. Sehr solide gespielt. Eigentlich wird es mal Zeit, dass du dich deutlich hochspielst, so gut wie du drauf bist. Also, ja, weiter so. Und Kibitzal, sagt Johnny in Englisch, derzeit sehr angesagt, wie mir scheint. Ja, doch schon. Das ist so, in der Tat, ja. Ich habe ja auch meine ersten Erfahrungen gemacht mit seinem Englischsystem, habe es bei der Deutschen gespielt und habe zweimal matt gesetzt, oder annähernd matt gesetzt, ne? Was mir selten passiert, gebe ich zu. Die meisten Partien gewinne ich tatsächlich positionell, weil ich bessere Figuren habe und dann irgendwann Material gewinne oder sowas. Achso, ich fange an, ja. Ja, ist ja immer noch hier Schottisch und Mittelgambit offen, aber will ja keine E5 spielen. Deswegen kann ich jetzt ja auch nicht immer E4 machen. Ja, keine Ahnung, was ist hier noch so gut? Ich weiß es nicht. Wie sind die Chess24-Ratings allgemein wohl aktuell einzuschätzen? Naja, erstmal musst du natürlich betrachten, dass wir hier auch vom Blitzrating reden. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir das unbedingt auf die bei jedem Spieler auf die normale Elo ummünzen können, weil einige sind sehr stark im Blitzen, andere sind eher schwach. Und ja, zugegeben, den habe ich eingestellt. Ja, doof gelaufen. Aber da muss man wenigstens schnell weiterspielen und so tun, als wäre es nichts. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wie sind die Ratings einzuschätzen? Sehr, sehr schwierige Frage. Manche sind gute Blitzer, andere nicht. Ich denke, die meisten haben hier mehr als auf als richtige Elo. Ja, vielleicht plus 400, also kann hinkommen. So, er ist noch immer schlecht entwickelt. Kann ich das irgendwie ganz besonders toll ausnutzen? Ihn noch weiter nerven, bei der Entwicklung behindern oder eher nicht? Okay, ihr kennt mich ein wenig und einige von euch wissen, dass ich häufiger mal billige Tricks verwende und das werde ich natürlich auch in dieser Partie versuchen. Oh, stark, Turmopfer. Ja, stark. Läufer C1 ist die Drohung, hat er gesehen. Mist. Jetzt muss ich mich da irgendwie rauswurschteln. Na gut, okay. Aber war eigentlich ein guter Trick, oder? War nicht so billig, die Dame da zu fangen, aber das hat er gesehen. Okay, gut, aber die Stunde der billigen Tricks ist noch nicht vorbei. Noch sind seine Figuren hier etwas merkwürdig postiert und es ist nicht so leicht, da rauszukommen. Fabi sagt, Springer schlägt D4. Sah gut aus. Ja, ich denke auch, dass der gegangen wäre. Ja. Okay, ich denke, wir reden hier einfach über eine normale Kompensation. Ich habe ein bisschen Kompensation, nicht so viel. Ein Bauer ist ein Bauer, ne? Ist schon ein bisschen was, aber na gut. Okay, kann ich hier eine Taktik raushauen mit Turm schlägt C6? Ich denke schon, aber wenn ich Pech habe, stelle ich hier einfach grandios die Partie ein.
Ja, das macht er. Na gut. Also meine Idee war, auf Springer C6, Läufer C1 zu spielen. Dann kann er mit der Dame nur noch B4, dann nehme ich auf C6 Zwischenspiel, dann Läufer D2 und gewinne den A5. Das war der Cheap Trick an dieser Stelle. Na gut, aber auch das hat Turmopfer gesehen. Nicht schlecht. War Springer C5 nicht gut? Ah, doch, kann sein, ja. Statt meinem Dame E2 oder einfach weiter Figuren nach vorne schmeißen, ja. Ich hatte die Hoffnung, dass ich mit Läufer C1 noch ein bisschen rumnerven kann, weil er hatte nicht so viele Felder. Und wenn er nach B4 geht, dann habe ich natürlich immer die Möglichkeit, irgendwie anderweitig rumzunerven. Okay. Ja, keine Frage, die Damen bleiben auf dem Brett. Und ich denke, meine Stellung ist ganz gut. Ist okay. Ja, Springer C5. Kann man machen, muss man nicht machen. Droht nicht so viel, aber nervt vielleicht ein bisschen rum. Ja, Fabi, ich gebe dir recht. Ich finde auch, dass Turmopfer auch nicht spielt wie eine 1758. Also vielleicht ist es nicht so, dass hier jeder plus 400 hat. Ich habe eher das Gefühl, dass einige von euch deutlich unterbewertet sind mit ihrer Blitzzahl auf Chess24 und eigentlich viel besser spielen. Das ist natürlich mutig jetzt, aber aber wenn es geht, ne? Ja, ich glaube, ich habe nichts wirklich Besseres als zurückzugehen und die C-Linie dann vielleicht doch eher zu besetzen. Ja, dann muss ich meine halbe Minute auf der Uhr irgendwie verwandeln. Ja, Fabi, genau das gleiche habe ich auch gedacht. Vielleicht spiele ich auch einfach schlecht. Ja, das ist durchaus im Bereich des Denkbaren, dass ja, ich einfach nicht so gut bin. Oder das, was First Night sagt. Ach, der sollte eigentlich noch eins weiter flutschen, aber ist auch okay. Na gut, der Vorteil ist, würde ich sagen, mäßig und hauptsächlich auf der Uhr zu suchen. Was aber okay ist. Denke ich mal. Oder? Ist okay. Im Blitzen ist das okay, die bessere Zeit zu haben. So, und im Zweifel schiebt man mal ein bisschen die Bäuerchen hier vor und guckt mal, was man damit erreichen kann. Nicht viel, offensichtlich. Dame F3 wäre wohl zu viel des Guten, weil er dann da sehr schnell reingeht. Auch jetzt kritisch. Ich denke, ich muss versuchen, ihn matt zu setzen. Sonst habe ich ein Problem. Schwierig, schwierig. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich stelle gleich was ein. Aber noch habe ich nichts weniger. Und habe ein bisschen Angriff. So. Na, tatsächlich würde ich das auch in der Turnierpartie weiterspielen, weil ich
mir ziemlich sicher bin, dass ich das nur gewinnen kann und nicht verlieren kann, unabhängig von der Zeit, die im Blitzen natürlich noch ein netter Faktor ist, weil ja, ich denke, irgendwie kann mein Springer schon lästig rumnerven und ja, jetzt haben wir es auch schon. Der E6 geht verloren. Puh, knappe Kiste, Turmopfer. Respekt. Extrem gut gespielt. Stand es vielleicht sogar mal besser, ne? So, also klar, am Anfang, keine Frage, standst du höchstwahrscheinlich besser, nachdem ich da einfach was weggepatzt habe. Aber vielleicht kann man sich an dieser Stelle auch ja, frech auf A2 bedienen, dann hängt der Springer. Und dann, also ich habe sicherlich noch Nervkompensation, irgendwie nach Springer A5, B, Dame G5 gefolgt von H6. Und vielleicht ist es auch gar nicht schlechter für mich, aber es sollte auch nicht schlechter sein für dich. Du hast ja immer noch Dame D3, ne? Also, sehr gut. H5 statt G5 sah interessant aus. Warte mal. Wann habe ich G5 gemacht? Hier. H5. Ach so, für ihn. Ach so, einfach diesen Bauern opfern und dann auf A2 nehmen. Na, ist auch interessant. Ich denke, hier habe ich, sollte es zumindest irgendwie für einen Dauerschach reichen nach G6. Er muss nehmen, droht hier und da. Okay, er kann es verhindern, aber boah, ja. Ja, irgendwie H5, H6 muss sein, aber ich gebe es zu, matt wird das wahrscheinlich nicht. Eieiei, ihr macht mir das Leben schwer heute, auf in die nächste Partie. Gegen die 2 und diesmal zählen wir, glaube ich, von unten ab. Und das ist der Mick. Ah, gerade noch im Chat, jetzt ist er schon dran. Okay, und wir werden auch mal ein bisschen durchmischen. Dann probieren wir nochmal Johnnys Englisch. Gucken mal, wie weit ich damit komme gegen den guten Mick. Also G3 kann man eigentlich fast pre-moven, aber es gibt dann doch ein ganz paar Varianten, auf die man nicht unbedingt sofort G3 machen würde. Ah, und Mick schreibt, eben gegen ein 2000er Remis gespielt. Alles klar. Dann bist auch du völlig unterbewertet. Gott, was ist denn mit euch los? Geht doch mal in die Playzone und holt euch die Punkte. Ihr könnt es doch. Tja, Mick, aber jetzt muss man erstmal auch spielen. 3, 2, 1 und dann nehmen wir mal die nächste 2 von unten. Und das ist der Julian FR2. Ich glaube nur auf B6. Ja, ja, genau. Auf B6 macht man das nicht. Da macht man erstmal was anderes. E4, was sind die Wünsche hier? Ach du lieber Himmel. Schottisch und Russisch stehen auch hier auf dem Plan. Und nur euch zuliebe, ne? Spiele ich hier völlig ohne eine Ahnung und einen Plan Russisch und bin tatsächlich ganz froh, dass er ins Vier-Springer-Spiel übergeht. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht so genau weiß, was ich tue, aber denk mal, Läufer B4 kann nicht so verkehrt sein, oder? Was sind da so die Empfehlungen der Topmeister? Was sagt der gute Jan dazu? Ich habe es mir erst letztens angeguckt, sein Vier-Springer-Spiel, aber da habe ich jetzt nur Läufer. Andere Läuferzüge drauf. Läufer B5, ja, wollte ich sagen. Ah. Mick, da, Stream weg. Was war los? Ach, Mist. Ja, Fabi, stimmt. Verdammte Axt. Da war was mit Springer schlägt E4.
Ah, ja. Ärgerlich. Okay. Ich bin aber auch mit dieser Stellung völlig zufrieden. Ich denke, ich bin super aus der Eröffnung gekommen. H3 kann er natürlich machen. Er muss aber schon zu G4 greifen, wenn er hier seine Probleme dauerhaft lösen will. Ich tue ihm jetzt nicht den Gefallen abzutauschen. Dann hätte er nur ein bisschen Verstärkung auf den F3. Und jetzt muss er natürlich immer über Springer D4 nachdenken, grübeln und sich den Kopf zerbrechen. Ah, Springer schlägt E4. Ja, natürlich, da war was. Schade, schade. Ja. Na gut, ich gebe es zu, ist gar nicht mal so klar. Irgendwie war das Manöver mit Springer G3 sehr sinnig, ne? Jetzt muss ich diesen Läufer irgendwie ziehen, irgendwie muss ich ihn ja decken. Er kann Springer E4 machen, wenn er möchte. Und ja, wenn ich denn einen Vorteil hatte, dann habe ich ihn hier sicherlich verbaselt. Den möchte man auch nicht nehmen, ne? Okay, dann König H8 und Attacke. Hier nehme ich einfach mit dem Bauern wieder. Ich nehme mit dem Bauern wieder. Vielleicht kann ich dann irgendwie nach vorne gehen. Obwohl, warte mal. Nee, komm, ich nehme mit der Dame wieder. Das ist, glaube ich. Obwohl. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich sollte das mit den Pre-Moves lassen. Wie nimmt man diesen Bauern? Mit dem Bauern ist schön, weil ich dann mal vormarschieren kann. Oh, jetzt gehe ich aber dankend wieder zurück. Vielleicht hättest du dir den nehmen sollen. Den Läufer. Vier Springerspiel. Alte Zeiten, ne? Vier Springerspiel. Ich habe in meiner Kindheit, das ist die einzige Öffnung, glaube ich, die ich nie wirklich probiert habe, mit Schwarz E5 zu spielen. Sonst habe ich viel probiert, selten mal Französisch, aber hauptsächlich irgendwie alle möglichen Sizilianer und Skandinavisch. Aber mit E5, da fehlt mir wohl die klassische Ausbildung, um so vorzusehen, dass der gute E4, dass man den hätte nehmen können in der Öffnung. Aber ja, jetzt wo du sagst, das höre ich nicht zum ersten Mal, dass man den nehmen kann. Und ich meine, auch andere Leute, nicht nur Jan, empfehlen das Schlagen auf E4 an der Stelle. Okay, Läufer G5, F6 ist, glaube ich, okay. F6 passt in die Stellung rein. Dieser Läufer jetzt nicht mehr so die Granate, aber okay. Ja, okay, was heißt okay? Das ist eigentlich eine ziemliche Wurst, ne? Ja, vielleicht muss ich das Ganze etwas stumpfer angehen und versuchen. Ich weiß nicht, was ich versuchen sollte. Dieser Läufer, den kriege ich auch nicht wirklich nach F8 geparkt, weil dann immer Opfer auf F6 gehen könnten. Tja. Tja, ja. Ist mir viel zu kompliziert für eine Blitzpartie. Puh, ja. Ich greife halt immer so nach dem letzten Strohhalm, was irgendwie noch interessant aussieht. C5 sieht interessant aus. Nicht, dass ich damit D4 verhindern könnte. Ich kann nur die komplette Öffnung des Zentrums verhindern, weil ich mit dem E-Bauer nehme und C4 spiele. Und also bei der Zahl Julian kannst du auch langsam mal was einstellen, vielleicht, so mir zuliebe. Ihr spielt. Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus ihr spielt zu gut und ich spiele zu schlecht. Eine unangenehme Mischung, muss ich zugeben. Nehme ich den? Nehme ich, ja, den muss ich nehmen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe diese Komplikation nicht durchgerechnet. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Material eingestellt habe mit
diesem Zug. Ich hoffe mal, dass ich das nicht getan habe und dass die Partie einfach ganz normal weitergeht. Achso, das ist auch ein komischer Bauer, ne? Dass wir beide unsere Bauern hier aneinander vorbeigezogen haben. Merkwürdig. Ganz merkwürdige Stellung. Und ja, Dame C3 ist leider lästig. Puh. Oh Mann. Also ich bin ganz ehrlich, die Dame jetzt auch noch wegzuziehen, fühlt sich wie ein halber Selbstmord an. Und ich glaube, wenn überhaupt, dann weiß ich nicht, hält das noch gerade so zusammen, was ich hier treibe. Aber es ist in keinem Fall irgendwie eröffnungstheoretisch souverän zu empfehlen. Das, was ich hier gemacht habe, ist... Okay, es ist vielleicht nicht so schlecht, aber auch Turm F7, König G8, Turm F6 gibt mir zu grübeln, so ein offener König. Okay, er macht's nicht, er geht nach E4. Ich weiß nicht, ich nehme dann raus, was ich kriegen kann. Ich kann aber mir sehr gut vorstellen, dass ich hier schon sehr nah bin am Abgrund. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, mal gut, man hätte das hier besser spielen können, aber ich freue mich schon über den Abtausch der Damen, weil mein König fühlte sich überhaupt nicht sicher an. Und ja, jetzt könnte es doch sein, dass ich das etwas aktivere Spiel habe. Ja, aber gut, es bleibt super schwierig. Obwohl, jetzt ist es ein bisschen einfacher geworden. Aber nicht viel. Nicht viel einfacher. Ja, so, Blick auf die Uhr, 28 Sekunden. Dann ist es Zeit für den Königsmarsch. Ach, und das ist genau die Gefahr, ne? Och, Leute, ihr könnt das gar nicht nachempfinden, wie man hier, ach Gott, meine Hände schwitzen. Die letzten Züge ist es vollkommener Mumpitz gewesen, ich glaube von beiden Seiten. Julian hat mich im Endspiel nochmal richtig veräppelt, hat hier auf meine Königswanderung gewartet und, na, später. Hat auf meine Königswanderung gewartet und sich dann einfach die anderen Bauern geschnappt, was natürlich die richtige Entscheidung ist, weil auf der langen Diagonale Bauern aufhalten, das kann der Läufer deutlich besser als meine Springer. Deswegen, Fabi, du hast völlig recht, da habe ich nochmal Glück gehabt. Aber super Partie von Julian und nochmal Jans Empfehlung, einmal nochmal an alle. Ist wohl Springer schlägt E4. Ups, mit diesem Scheinopfer, wenn genommen wird, dann D5. Ja, okay, nun gut. Sei es drum, sollte ich mir wahrscheinlich nochmal angucken. Obwohl ich das auch angeguckt habe, obwohl ich es gar nicht spiele. Einfach so zum Spaß, um so ein bisschen zu wissen, was überhaupt ja, so gespielt wird. Es hilft nur nichts, wenn man sich das nicht merkt. Ne? Okay, dann geht's gegen die 5 und das ist Estont. So, okay,
Einmal noch Französisch, aber ich glaube, dann bin ich auch durch mit den Eröffnungswünschen. Ich quäle mich schon in meinen eigenen Eröffnungen hier extrem ab. Und jetzt spiele ich auch noch die Mainline im Franzosen, wovon ich null Ahnung habe. Nicht gut. Kann man das so machen? Keine Ahnung. Kann man zumindest so probieren. Okay, der Pre-Move kann nicht schaden, auch wenn man natürlich auf C6 für gewöhnlich nicht rausnimmt, sondern den Punkt D4 stützt. Na, ich glaube, Läufer B5 verliert nicht direkt was, weil auf das Nehmen auf D4 hat immer Läufer D7 Schach, sonst, ne, Dame A5, B5. Aber alleine schon, dass er jetzt schon wieder irgendwie was ziehen muss und mein Läufer stark nach A6 kommt. Ja, ist, glaube ich, nicht so optimal mit Läufer B5. Es muss jetzt noch nicht irgendwie ganz furchtbar sein, aber ja. Ich glaube, nicht so optimal trifft es ganz gut. Ach so. Und Fabi hat noch und First Night alle noch irgendwelche Taktiken in der letzten Partie gesehen, die ich alle übersehen habe. Ja, das kann sein. Achso, und auch den Wunsch, die Eröffnungsgedanken nach der Partie nochmal kurz zu erklären, habe ich leider überlesen, Double Reverse. Ist immer ein bisschen einfacher natürlich, wenn Melli auch hier ist, weil sie guckt sich eh nicht an, wie ich spiele, das interessiert sie überhaupt nicht. Also ist sie sowieso immer im Chat und dann kriegen wir alles mit. Sie kriegt auch, kriegt sowieso alles mit, auch alles das, was ihr nicht schreibt. Nein, kleiner Scherz. So ist ein bisschen schwierig, aber okay. Auch das ist immer noch eine verdammt schwierige Stellung. F6 kann man tatsächlich, glaube ich, drüber nachdenken, ob man das macht. Ich habe dann wiederum ja mehrere Möglichkeiten, glaube ich, zu reagieren, obwohl eigentlich gar nicht so viele. Ich denke, ich sollte den rausnehmen. Und ja, okay, dann wird's spannend. Dann hat er natürlich was geopfert, hat aber die Hoffnung, die Vision, den Traum, mich matt zu setzen. Und diese Hoffnung ist vielleicht nicht gänzlich unberechtigt. Ja, und er riskiert es. Und ich auch. Ja, gut, es ist natürlich auch gar nicht so klar, wie er jetzt weitermacht. Läufer H6 sieht interessant aus. Allerdings habe ich schon ein paar Ressourcen. Na, okay, das ist, glaube ich, nicht so stark, weil jetzt habe ich den Läufer auf F6 und bin mir sehr sicher, dass ich nicht matt gesetzt werde, zumindest nicht in allzu kurzer Zeit. Obwohl, vielleicht sollte ich mir da nicht so sicher sein, ha? Okay, mache ich ungerne. Der Springer scheint mir aber ein sehr lästiger Angreifer zu werden, wenn ich den nicht vom Brett nehme. Und jetzt. Ja, vielleicht so. Aber aus dem Schneider bin ich, glaube ich, noch nicht. Springer H4 ist auch nicht doof. Ich hätte gerne E5 gemacht. Na gut, dann hoffe ich mal auf Dame H5. Ihr kennt mich.
immer so ein bisschen die logischen Züge des Gegners vorausahnen, das, was er eigentlich gerne machen würde im nächsten, und den Gedanken mit einem billigen Trick verknüpfen. Ja. Es ist nicht so einfach gegen euch. Aber ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meiner Stellung. Glaube, das Gröbste habe ich überstanden. Der Springer auf H4 ist jetzt nicht so gemeingefährlich. Ne? Springer G6 kann ich jetzt natürlich schon bequem machen. Dame G4 sieht auch gut aus. Ja, sieht eigentlich beides nicht mehr nach so großem Angriff aus. Ich glaube, er kann und sollte jetzt natürlich den Springer nicht tauschen, sondern genau, stattdessen zurückgehen. Und jetzt, was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich irgendwas beim Turm mal machen. Turm E8. Bisschen komisch aus, ne? Naja, obwohl, warum nicht? Dann kann ich vielleicht mal E5, E4 machen. Uiuiui. Ja. H4 ist nicht so dumm. Aber H5 ist, glaube ich, auch nicht so dumm. Auch wenn der erst aussieht wie eine Schwäche, kann ich Dame G4 spielen. Und na komm, jetzt wird es mal Zeit, allen Bauern-Einstellern zum Trotz nach vorne zu marschieren. Der Springer muss den H4 decken, sodass ich mit E4, ja, glaube ich, gleich sehr lästiges Spiel bekomme. Jetzt greife ich erst den Läufer an. Oh, die kann ich jetzt sogar nehmen. Nein, wohl eher nicht, ne? Ach, hier muss doch was Taktisches gehen, sag mal. Naja, ich sehe es nicht. Das ist ein Argument, Estont. Das ist ein Argument. Allerdings sind die Figuren dadurch jetzt auch gebunden. Was mir die Zeit gibt, listige Angriffe vorzubereiten. Na gut. Ich gebe zu, bei bestem Spiel von Weiß ist diese Stellung wohl nicht allzu einfach zu gewinnen. Sie sollte im Blitzen aber dann doch gewonnen sein. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Sieht gut aus. Ja, danke Eston für die Partie. Interessante Partie, schwierige Partie. Auch gegen Ende hin noch. Und F6 war super interessant. Ich habe tatsächlich eher damit gerechnet, dass du hier in die Vollen gehst und Läufer H6 spielst. Und das Figurenopfer auf D4 anbietest. Und ich war mir noch gar nicht so sicher, ob ich den wirklich nehmen möchte, weil du jetzt verschiedene Möglichkeiten hast, wie vielleicht sogar einfach das Wiedernehmen, Dame G4 drohen. Okay, ich habe noch König H8, aber naja, also zumindest sicher war ich mir da nicht. War sehr interessant. Und ansonsten fragt lieber irgendeinen Französisch-Experten. Ich denke aber, dass Läufer B5 an dieser Stelle ein Fehler ist, weil Dame B6 kommt eh. Jetzt droht so langsam das Nehmen auf D4. Rochade geht überhaupt nicht wegen Dame B5 und dieser Springer ist gefesselt. Deswegen Läufer B5, glaube ich, eher ein Fehler. Ich hätte sowas wie C3 erwartet. Ja, okay. Das Figurenopfer sei nichts wegen König H8. Ja, wahrscheinlich hast du auch recht, dass ich da eigentlich rauskommen sollte.
Aber eine gewisse Unsicherheit bleibt natürlich trotzdem in der Partie. Neun. Fabi. Alles klar, Fabi. Dann lass uns mal loslegen. Was hatte ich heute noch nicht? Heute noch nicht hatte ich Bertramisch. D4, Springer C3. Und du machst das so. Na nee, gut, okay. Dann ist es halt nochmal Französisch. Und ihr seht, ich spiele das ganz ähnlich wie gerade Estonte. Gebe aber zu, dass meine Variantenkenntnisse von ungefähr Asbach uralt sind und ich das als Kind relativ viel gespielt habe, jetzt aber doch schon länger nicht mehr so gespielt habe. Okay, es ist ganz typisch, dass er F6 machen will. Ist okay. Kann er machen? Sollte er machen? Und ich bringe mal meinen König aus der Schusslinie, dann kann ich diesen Springer auch mal wieder bewegen. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Wichtig ist, dass dieser Bauer nicht hängt, weil es sonst immer auf H7 kracht. Gibt es einen englischen Namen für die Bertramische Eröffnung? Also Double Reversed. Viele Leute sagen dazu Jobava Pri-System. Manche sagen auch Veresov, aber Veresov ist eigentlich eher mit Läufer G5. Allerdings nenne ich persönlich es nicht Jobava Pri-System, weil die beiden sehr viel später angefangen haben, das zu spielen im Vergleich zu meinem Trainer, der Bertram heißt, der mir diese Eröffnung als Kind beigebracht hat. Das war deutlich, bevor Jobava das benutzt hat. Und auch, ich meine, bevor Erik Pridas benutzt hat. Deswegen werde ich das natürlich niemals so nennen. Nur zur Erläuterung. Also zur Erläuterung, was das überhaupt ist. Okay, komm, Attacke. Also, ich glaube, meine Stellung ist gar nicht mal so unangenehm. Und da ist eine Gabel auf H7. Ich wollte gerade sagen, die große Auswahl hast du ja nicht. So, die Frage ist, wie mache ich weiter? Läufer D2 sieht ganz nett aus. Idee ist simpel. Entwicklung und B4. Ach, herrje, jetzt willst du direkt mit dem nächsten Läufer rauskommen. Ja, ich sehe, was du vorhast. Und das machst du auf den genauso, ne? Auf den auch? Wer weiß. Aber ich habe eine Qualle mehr. Wer war denn dein Trainer? Carsten Bertram hat mir das Schachspiel beigebracht. Kein berühmter Trainer, der irgendwie selber Großmeister ist oder so. Aber im norddeutschen Raum sehr bekannter Trainer, weil er sehr guter Jugendtrainer ist, der das Schachspiel ja ganz gut gefördert hat, wie ich finde. Er ist eigentlich Lehrer, der das in der Schule verbreitet. Also sehr schönes Bild, ich war auch mal zu Besuch. Haupt- und Realschule und da ist Schach das Coolste, ne? Also in der Pause da stehen irgendwie 5, 6, 7 Bretter, sind immer voll, da wird gespielt, also ja. Faszination Schach kann er ganz gut vermitteln. Was auch unter anderem daran liegt, dass wir schon sehr früh, als ich angefangen habe, ich habe kein Jahr gespielt, da wurden wir deutscher Grundschulmeister. Und Erfolg ist natürlich immer was ich glaube, die meisten Menschen reizt. So, ja,
wie macht Fabi hier weiter? Ist nicht so leicht. Also eine wirkliche Empfehlung habe ich auch nicht für ihn. Klar, irgendwie Figuren rausbringen, aber... Tja. Pff, Läufer G5 wäre natürlich nett, wenn ich nicht matt wäre, ne? Ja, auch wenn man nicht so gut steht, man kann natürlich immer noch rumtricksen im Schach und noch viel probieren, nerven und das macht er hier, ja. Aber, mein lieber Fabi, eine Kleinigkeit habe ich noch in der Tricksitze für dich. Das klang gerade etwas betrunken geredet, ne? Kleinigkeit in der Trickkiste. Ja, so nimmst du wieder. Hab ich mir schon fast gedacht. Okay, wer hat den billigen Trick schon erkannt? Okay, ihr habt es alle erkannt. Der D4 ist... unnehmbar. Ja, First Knight, du hast recht. Ich habe diese ganzen Varianten, als ich Läufer G5 angedeutet habe, da hatte ich irgendwie, weil ich davor damit festgerechnet hat, er würde auf D4 zwischennehmen, dann hängt der F8 so natürlich nicht. Also, ja. Und es bleibt dabei, der gute D4 ist unfassbar lästig. Unfassbar lästig, weil er ihn nicht nehmen kann. Eston sagt, zu seiner Schulzeit war Schach definitiv nicht cool. Ja, ich glaube, es kommt immer sehr aufs Umfeld an. Auf unserer Schule wurde es eigentlich recht schnell cool. So, das geht doch jetzt, ne? Ja. Und die Krux, warum auch der Springer die ganze Zeit nicht hing. Dame F8. Ja, danke für die Partie, Fabi. Ich glaube, so wirkliche Experten im Franzosen sind wir beide nicht. Ich glaube, du spielst auch normalerweise kein Französisch. Auch wenn es lange Zeit eigentlich sehr vernünftig aussah, aber... gut, ich gebe auch zu, diese Variante mit Springer CE2 ist natürlich deutlich weniger häufig als die Mainline. Und ja, A5 ist, ich weiß noch nicht, ob A5 so gut ist, aber und Turm E8 ist auch eher ein außergewöhnlicher Zug in der Stellung, aber gut, kritisch wurde es natürlich dann hier, ich glaube, G6 geht halt auch nicht mehr wirklich wegen Springer C7, dann hängt der E6. Hier ist schon ein bisschen was schief gelaufen. Und es wird noch gefragt nach meinem B4-Zug, ob hier vielleicht Läufer B4 gegangen wäre. Das Problem ist, dass ich jetzt den Läufer nehme. Es opfert sich ein Verteidiger von dem Feld F8. Und auf Turm A1 kann ich jetzt wieder nehmen, weil der D4 immer noch indirekt halt mit dieser Mattdrohung gedeckt ist, weil der Verteidiger ja auch fehlt, der zweite. Ja. Alles klar, machen wir weiter. Und diesmal mit der 3. Von oben. Und das ist PET 2009. Und weil es so schön war, probieren wir das gleich noch einmal. Das sehr Schöne ist, Springer C3 ist ein adäquater Pre-Move nach diesem Zug, wenn man das System so spielen möchte. Und
gibt nicht so viel, was Schwarz machen kann, was Springer C3 wirklich schlecht macht. Okay, er könnte C5 spielen, da wäre Springer C3 vielleicht nicht meine erste Wahl, aber glaubt mir, ich habe das so oft gepremoved. C5, Springer C3, CD, Dame, D4 kenne ich mittlerweile auch schon ganz gut. So, jetzt müsste der gute, die gute Pfandflasche aber auch noch anwesend sein. Obwohl PET natürlich für das Plastik steht und nicht für die Pfandflasche, aber sei es drum, ich glaube, das wird nichts. Dann kommt die nächste Nummer, was hatten wir? Nummer 3 dran, auch von oben, und das ist Amigo Alex. So, Amigo, dann legen wir mal los. Das ist neu für mich, der Name. Ich glaube, wir haben auch noch nicht gespielt. Nee. Aber beide Ratings ungefähr bei 2,1, klassisch auf 1970. Alles klar, dann lass krachen. Fabi, du kannst mir in der Zwischenzeit nochmal beantworten. Du wünschst ja ziemlich häufig Neidorf. Du spielst kein Französisch, oder? Oder spielst du Französisch? So, und so langsam, wenn dann auch der Zweite nicht zieht gegen mich, fange ich an zu zweifeln, ob es vielleicht an mir liegt. Glaube, ich bin noch online? Keine Ahnung. Nehme ich mal an. Ja, Stream ist okay. Ah, danke. Ich habe gerade so ein bisschen... Aber selbst wenn ich nicht online wäre, ihr Lieben, diese Partie findet ja statt. Es sei denn, Chess24 ist völlig abgeschmiert, aber das sieht mir überhaupt nicht danach aus. So, jetzt hat er mich auch nochmal gechallenged. So, letzte Chance von PET. Wenn er jetzt noch da ist. Hast du dir natürlich weiß erschummelt. Wehe, das rächt sich jetzt. Für mich. Das wäre ganz miese Nummer. Ja, den nehme ich wieder. Ja, was soll ich sagen? Ist halt solide von Weiß. Kann man so machen, ne? Da habe ich jetzt auch nicht viel gegen in petto. Der Läufer ist nicht so gut. Tja, was mache ich da? Muss ich wieder zurück. Und ich denke, ich muss mich einfach damit begnügen, dass das einfach nichts Besonderes ist hier. Wahrscheinlich leichter Vorteil weiß. Keine Ahnung. Ungefähr. Na. Ja, den Läufer, ich gebe zu, den stellt man nicht allzu gerne nach D7. Ich bin nicht sehr zufrieden mit meiner Stellung. Eigentlich kaum zufrieden mit meiner Stellung, weil es ein wenig an Angriffspunkten mangelt. Das ist auch nix, ne? Ja, vielleicht Turm FC8 ganz nach, ganz zur Seite, damit ich Springer E5 zumindest mit Läufer E8 irgendwie behandeln kann. So, ich glaube, es wird Zeit, dass ich mal irgendwas, irgendwas Kreatives hier mache. Mir fällt aber nicht ein, was.
geht, aber ist nicht gut. Ja, dann gehen wir mal ganz nach D8. Dann kann ich zumindest sagen, jaha, die Dame musste erst aus dem Weg, damit der Turm von F nach C8 kommt. Ist natürlich grandioser Blödsinn. Aber zumindest fürs Gefühl, ne? Und sagen kann, okay, das war nicht alles Quatsch, was du gemacht hast. Okay. So. So langsam kann ich mir aber vorstellen, dass das Quatsch ist, was ich tue. So, überlebe ich das? Oder besser dahin? Na, gehen wir mal hier hin. Überlebe ich Dame D3? Ich habe es gehofft, dass ich das überlebe. Und zwar dank zweier sehr passiver Läufer. Ja, und er tritt natürlich nach, wenn man am Boden liegt, ne? Schiebt dir alles nach vorne. Ich hier mit wenig Zeit und einem Angriff, den ich aushalten muss. Aber nun gut. Ist, glaube ich, okay bis fair, ne? Also dafür habe ich jetzt zumindest auch mal was, A5, B4 oder irgendwie so eine Scherze. Kann ich da auch mal ein bisschen was reißen vielleicht. Nee, komm, wir spielen das weiter. Seit wann? Also, Leute, habe ich schon einmal in der Geschichte des Geschwätzblitzes ein Remis-Angebot angenommen? Ich glaube nicht. Warum auch? Wir sind hier zum Spielen und nicht zum Remis machen. So. Also, ich habe wenig Zeit. Zugegeben, ich habe das Läuferpaar. Das ist was ich gerne zugebe. Und was haben wir noch? Ja, reicht eigentlich. Na gut, ich gebe zu, das war nicht so brillant. War eine sehr stumpfe Drohung. Ja, ich muss mir mal überlegen, wie ich vielleicht auch unstumpfe Drohungen habe. Ob ich irgendwie vielleicht mal ein bisschen was reißen kann. F6 sieht nicht schön aus, ich gebe es zu. Aber dann kann ich zumindest mal irgendwie mit Läufer G7 weitermachen. Und ja. Okay, wenn schon, denn schon, dann jetzt. Ach. Wieso dachte ich, dass dieser Bauer ungedeckt ist? Könnt ihr mir das mal verraten? Was dachte ich denn hier? Die Dame hat so weggezogen, ne? Ja, dann ist G5 natürlich völliger Blödsinn. Tja, das war eine schlechte Partie zum Ende. Dennoch, bevor jetzt einige von euch sagen, das hätte er annehmen sollen, nein, Remis-Gebote trotzdem nicht annehmen, vor allem, weil ich natürlich nicht schlecht stand, ich hätte hier alles machen können. Wahrscheinlich ist das Beste hier Turm E8, dann Turm E7 und E5 oder so, Läuferpaar raus. Super reichhaltige Stellung, also kein Grund, ja, wow, und damit, wow, ach du lieber Himmel. Okay, damit einfach alle Gewinnpartien, die ganzen Pünktchen wieder eingestellt, aber ist okay. 49 dazu. Eieiei. Okay, also nächstes Mal heißt es dann wieder die 2-9 knacken, bevor es dann weiter nach oben geht. Trotzdem danke für die Partie, PET. Auch wenn du dir natürlich das Weiß ganz schön erschummelt hast, wie wir alle gesehen haben. Aber es ist schon in Ordnung.
Und nächstes Mal versuche ich mir diese Pünktchen zurückzuholen, die ich hier verloren habe. Ich hatte trotzdem Spaß mit euch. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und dann habt ihr gleich viel Freude beim Norway Chess. Und wir sehen uns dann zum nächsten Bantern. Wann auch immer das sein wird. Ich weiß es noch nicht genau. Macht's gut.